herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Nummer 5 aus dem Rahmenplan zur IHK-Sachkundeprüfung gemäß § 34a der Gewerbeordnung, dem großen Thema Straf- und Strafverfahrensrecht. Ja, wie Sie vielleicht jetzt schon merken, ich bin nicht so gut bei der Stimme. Mir geht es gesundheitlich nicht ganz so gut, bin vielleicht nur auf 95%. Und ja, wir haben Feiertag, draußen ist höflich gesagt total beschissenes Wetter. Und weil ich von vielen Seiten angeschrieben, angesprochen wurde, wann ich denn endlich mal was veröffentlichen werde zu diesem großen, wichtigen Themengebiet Strafrecht, habe ich gedacht, ich setze mich selber unter diesen Druck und werde heute einfach das Schulungsvideo dazu aufnehmen. Ja, wie Sie das vielleicht schon kennen, so kompakt und verständlich wie möglich. Und wir widmen uns dem Thema Straf- und Strafverfahrensrecht. Ja, im schriftlichen Teil der Prüfung müssen Sie zu diesem Themengebiet insgesamt 12 Fragen beantworten, also genau wie beim BGB, mit denen Sie 24 Punkte erreichen können. Und Sie können zu 100%, man könnte sagen zu 200% davon ausgehen, dass dieses Thema natürlich auch in der mündlichen Prüfung intensiv drankommt. Man könnte eigentlich sagen, wenn Sie im Thema Strafrecht nicht fit sind, dann riskieren Sie definitiv das Bestehen dieser Prüfung. Und deswegen ist dieses Thema ganz besonders wichtig. Ja, nicht zuletzt beim Blick in den Rahmenplan von der IHK wird man feststellen, das Thema ist das größte Themengebiet mit dem umfangreichsten Stoff. Und ja, ich versuche das Ganze so viel wie möglich zu komprimieren. Der Rahmenplan verrät ja auch etwas über die Lernziele. In dem Rahmenplan steht darüber, der Prüfling hat den Aufbau des Strafrechts zu verstehen. Er hat strafrechtliche Situationen richtig zu beurteilen und zu erfassen. Und er hat seine eigenen Vorgehensweisen, Entscheidungen und Handlungsweisen richtig zu begründen. Ja, außerdem muss er die im Rahmenplan vorkommenden Straftatbestände kennen, verstehen und unterscheiden können. Immerhin geht es da um 32 Straftaten, die im Rahmenplan aufgelistet sind, mit Paragraphen, also nicht wenige. Und auch der allgemeine Teil, der Teil der Grundlagen, den wir gleich zuerst bearbeiten, der hat es schon ganz schön in sich. Okay, ich würde sagen, wir starten in das Thema Strafrecht. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Freude, bleiben Sie am Ball. Das wird kein kurzer Vortrag. Ja? Ich verspreche ja oft einen kurzen Vortrag und dann dauert er manchmal 90 Minuten. Okay, gehen wir das Thema Strafrecht an. So, kommen wir zu Flipchart Nummer 1. Ich habe wie immer aus dem Rahmenplan eine gewisse logische Gliederung abgeleitet, damit Ihnen das sinnvolle Verstehen des Themengebiets insgesamt einfach leichter gemacht wird. Okay, der erste Punkt sind die Grundlagen des Strafrechts und einige Unterpunkte hier, auf die ich jetzt im Einzelnen gerne eingehen möchte. Der erste Unterpunkt ist Sinn und Zweck des Strafrechts. Das gehört auch zum Rahmenplan. Sie müssen natürlich verstehen, was ist Strafrecht überhaupt? Da gibt es auf der einen Seite die Definition des Strafrechts. Strafrecht ist Teil des öffentlichen Rechts. Sie erinnern sich, Abgrenzung Privatrecht, öffentlichen Rechts. Also Strafrecht ist Teil des öffentlichen Rechts und soll schutzbedürftige Rechtsgüter des Einzelnen sowie der Allgemeinheit vor Bedrohung und Verletzung schützen. Das ist so eine Definition, die können Sie lernen, müssen Sie aber nicht. Im Wesentlichen müssen Sie verstanden haben, wozu Strafrecht überhaupt gut ist. Und das ist irgendwie fast selbsterklärend. Ja, wenn ich weiß, dass es ein Strafgesetzbuch gibt, in dem Straftaten stehen, dann weiß ich, da drin regelt der Staat Dinge, die sind verboten. Und wenn jemand das tut, was verboten ist, dann wird er bestraft. Das ist im Grunde genommen eigentlich schon fast zu banal, zu einfach, um es zu erwähnen. Aber das ist ja eigentlich eine gute Definition mit eigenen Worten für das Strafgesetzbuch zumindest. Aber hier geht es um etwas mehr, nicht nur das Strafgesetzbuch, sondern das Strafrecht, die Grundlagen des Strafrechts. Und Sinn und Zweck des Strafrechts, da kann man folgende 5 Punkte ableiten. Und zwar hat das Strafrecht insgesamt 5 Funktionen, 5 wesentliche Funktionen, die ich gerne kurz erläutere. Und zwar erstens die Vergeltungstheorie. Irgendwie ist es ziemlich logisch, wenn jemand etwas Unrechtes tut, ja, jemand begeht eine Körperverletzung, eine gefährliche Körperverletzung, eine schwere Körperverletzung, einen Raub oder sogar einen Mord, dann muss er dafür bestraft werden. Und der erste Gedanke, Vergeltung, kommt einem vielleicht gar nicht.
Ja, weil wir ein Rechtsstaat sind. Und warum spricht man in einem Rechtsstaat von Vergeltung? Doch, der Jurist sagt, es gibt eine Vergeltungstheorie, die Rechtsprechung bestätigt das. Das bedeutet, der Täter soll für das Unrecht seiner Tat einen Ausgleich erleben. Das bedeutet, der Täter muss natürlich auch eine Strafe bekommen für das Unrecht, was er dort verwirklicht hat. Das ist die Vergeltungstheorie. Die meint nichts anderes wie, für begangenes Unrecht muss es einen Ausgleich geben. Ja, tut jemand etwas Böses, dann muss er dafür bestraft werden. Das ist das, was hinter dem Begriff Vergeltungstheorie steht. Zweitens, Generalprävention. Generalprävention meint nichts anderes wie, dadurch, dass wir alle Bürger dieses Landes, Bewohner dieses Landes wissen, es gibt gewisse Dinge, die hier verboten sind, die wir als Unrecht zu akzeptieren haben, dadurch werden wir abgeschreckt, dieses Unrecht zu begehen. Das bedeutet, die Allgemeinheit soll abgeschreckt werden vor der Begehung von Straftaten. Ja, also Generalprävention. Prävention ist ein Begriff, der im Sicherheitsbereich immer wieder begegnet. Prävention an sich steht ja für Vorbeugung, für vorbeugend. Das bedeutet, etwas soll nicht passieren. Ja? Also Generalprävention betrifft die Allgemeinheit. Die Allgemeinheit soll vor der Begehung von Straftaten abgeschreckt werden. Und dann gibt es noch einen Begriff, die dritte Funktion des Strafrechts, die Spezialprävention. Das bedeutet, der Einzelne, nämlich der Täter, soll vor der Begehung weiterer Straftaten abgeschreckt werden. Auch hier haben wir wieder die Vorbeugung, aber hier betrifft es den einzelnen Täter, der zum Beispiel eine Straftat begeht, der zum Beispiel einen Diebstahl begangen hat. Dadurch, dass er beim Diebstahl erwischt wurde, dadurch, dass er für den Diebstahl bestraft und strafverfolgt wurde, wird er abgeschreckt, in Zukunft weitere Diebstähle zu begehen. Dieser Gedanke steht hinter der Spezialprävention. Dann viertens, die Resozialisierung des Täters. Immer wieder gerne kontrovers diskutiert in der Öffentlichkeit, in den Medien, im Fernsehen etc. Ist für uns ohnehin kein Thema, weil ich hier nicht politisch werden möchte. Aber Funktion des Strafrechts ist die Resozialisierung des Täters. Das bedeutet, derjenige, der Unrecht getan hat, soll in Deutschland die Möglichkeit bekommen, in die Gesellschaft wieder eingegliedert zu werden. Auch das ist eine Funktion, ein Zweck unseres Strafrechts, die Resozialisierung des Täters. Fünftens, Rechtsfrieden. Der Rechtsfrieden soll wiederhergestellt werden oder gewährleistet werden. Das bedeutet, unsere Rechtsordnung soll eingehalten werden und, wie vorhin auch schon mal erwähnt, in der Definition des Strafrechts, die Rechtsgüter, die schutzbedürftigen Rechtsgüter des Einzelnen, Rechtsgüter, haben Sie schon gelernt, denke ich, Rechtsgüter, Leben, Leib, also körperliche Unversehrtheit, Freiheit, Ehre, Eigentum, Besitz, Hausrecht und so weiter. Diese Rechtsgüter sollen vor Bedrohung und Verletzung geschützt werden. Ja? Und das soll den Rechtsfrieden gewährleisten, weil er ohne Strafrecht so nicht zu gewährleisten wäre. Das sind die wesentlichen Funktionen des Strafrechts. Und hier ist es nur wichtig, nicht, dass Sie diese Begriffe auswendig lernen. Ich sage das ja immer dazu. Später kommen wir leider noch auf Begriffe, die sollten Sie auswendig lernen, um in dieser Prüfung gewisse Fragen souverän beantworten zu können. Aber diese Begriffe, denke ich, sollten Sie nicht auswendig lernen, aber zumindest verstanden haben, dass Sie eventuell mit eigenen Worten erklären können, was bedeutet überhaupt Strafrecht und welchen Zweck hat das Strafrecht? Also welches Ziel verfolgt ein Staat damit, ein solches Strafrecht zu haben? Und welche Funktion hat überhaupt unser Strafrecht? Okay, das möchte ich oder wollte ich zu Sinn und Zweck des Strafrechts sagen. Dann kommen wir zu den Hauptgesetzeswerken. Strafrecht ist nur ein ganz kleiner Punkt, weil hier gehe ich wie immer in meinen Vorträgen nur auf das ein, was wirklich prüfungsrelevant ist. Und prüfungsrelevant sind zwei Vorschriften. Zwei Vorschriften, und zwar ganz klar das Strafgesetzbuch, abgekürzt StGB, und zweitens die Strafprozessordnung, abgekürzt StPO. Ja, also da sollten Sie natürlich die Abkürzung und die vollen Begriffe beherrschen, aber ich glaube, das ist auch zu logisch, um es hier zu erwähnen. Trotzdem habe ich schon in mündlichen Prüfungen erlebt, wie ein Prüfling tatsächlich die Abkürzung der Gesetze gelernt hat, aber nicht wusste, was zum Beispiel BGB bedeutet oder nicht wusste, was StGB bedeutet. Also das gehört wohl hier zur Grundschule, zum ABC, und dieses ABC sollten Sie beherrschen. Und wenn es um unsere Hauptgesetzeswerke geht im Strafrecht, dann ist das natürlich das Strafgesetzbuch und die Strafprozessordnung. Alle anderen Vorschriften sind
nicht prüfungsrelevant in diesem Themengebiet. Okay, dann kommen wir zu dem Begriff drittens Nebenstrafrecht. Das Nebenstrafrecht. Das Nebenstrafrecht umfasst alle Rechtsvorschriften, in denen strafbares Handeln enthalten ist und natürlich die dazugehörigen Rechtsfolgen für das strafbare Handeln, die aber nicht im Strafgesetzbuch stehen. Ja, Strafgesetzbuch hatten wir gerade als eines der Hauptgesetzeswerke im Strafrecht. Es gibt aber noch das sogenannte Nebenstrafrecht. Und zum Nebenstrafrecht gehören zum Beispiel die Gewerbeordnung, das Bundesdatenschutzgesetz, das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz. Ich habe hier absichtlich nur vier Gesetze aufgeführt, die auch alle prüfungsrelevant sind. Und hier sehen Sie die Abkürzung. Auch zu diesen Gesetzen sollten Sie die Abkürzungen beherrschen lernen. Und irgendwann sind Sie dann so gut, Sie wissen ganz automatisch, welches Gesetz ist gemeint und benutzen dann der Einfachheit halber die Abkürzung. Ja, BTMG für Betäubungsmittelgesetz, Waffengesetz, Gewerbeordnung oder auch BDSG für Bundesdatenschutzgesetz. Ne? Also das können Sie trainieren. Und diese Gesetze enthalten strafbare Handlungen. Das bedeutet, auch in diesen Gesetzen gibt es gewisse Unrechtshandlungen, die da drinstehen, sagen wir mal im Waffengesetz, ja, also verbotene Waffen. Ja, also das ist ja auch so ein Stichwort. Thema Waffen kommt ja später. Aber wenn jemand eine verbotene Waffe in der Öffentlichkeit führt oder auch einfach nur besitzt, dann macht er sich strafbar und kann mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe rechnen. Das bedeutet, hier im Waffengesetz ist strafbares Handeln geregelt und deswegen gehört das Waffengesetz zum sogenannten Nebenstrafrecht. Ja, weil auch im Waffengesetz Straftaten geregelt sind, die wir zwar nicht im StGB finden, also im Strafgesetzbuch selber, aber eben in dieser Spezialnorm, und dadurch zählt das Waffengesetz eben zu den Nebenstrafvorschriften, ja? Zu den Nebenstrafvorschriften, zum Nebenstrafrecht. Ja? Und mehr braucht man eigentlich zum Nebenstrafrecht nicht verstanden haben, nur dass es bestimmte Vorschriften gibt, die strafbares Handeln regeln, außerhalb des Strafgesetzbuches. Also wenn Sie gefragt werden, sind alle Straftaten, die man in Deutschland begehen kann, im Strafgesetzbuch geregelt, dann antworten Sie eindeutig mit Nein. Es gibt auch das Nebenstrafrecht und im Nebenstrafrecht unter anderem Gewerbeordnung, Waffengesetz etc. Da sind auch strafbare Handlungen geregelt und die jeweiligen Rechtsfolgen. Ja, also das sind eben Rechtsvorschriften, die strafbares Handeln regeln außerhalb des Strafgesetzbuches. Okay, dann kommen wir zu den Begriffen, die man immer mal wieder findet im Rahmen dieser Prüfung, die für jemanden, der mit Jura bisher weniger zu tun hatte, erstmal befremdlich klingen, nämlich das materielle und das formelle Strafrecht. Das ist aber einfach zu erklären, weil wir über beides gerade schon gesprochen haben. Das materielle Strafrecht regelt regelt alle Rechtsvorschriften, enthält alle Rechtsvorschriften, welche die Voraussetzungen für strafbares Handeln regeln. Wenn ich über Voraussetzungen spreche, muss ich schon den Begriff Tatbestand erwähnen. Tatbestand kommt später. Also die Tatbestände einer strafbaren Handlung sind darin geregelt und die Rechtsfolgen für diese Tat. Das bedeutet Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. Das sind ja die üblichen Rechtsfolgen einer strafbaren Handlung in Deutschland. Und das bedeutet, das materielle Strafrecht umfasst das Strafgesetzbuch. Und das materielle Strafrecht umfasst das, was ich vorhin erklärt habe, nämlich alle nebenstrafrechtlichen Vorschriften. Ja, das ist das materielle Strafrecht. Da, wo drin steht, was genau ist verboten und wenn du das trotzdem tust, welche Strafe bekommst du dafür? Das bedeutet materielles Strafrecht, StGB und nebenstrafrechtliche Vorschriften. Und dann haben wir noch das formelle Strafrecht. Und jetzt können Sie sich vielleicht schon die Schlussfolgerung selber machen. Das formelle Strafrecht ist alles an Rechtsvorschriften, welches den Ablauf des Strafverfahrens insgesamt regelt. Also von der Ermittlung angefangen bis zur Vollstreckung der Strafe. Und hier ganz klar ist mit gemeint die Strafprozessordnung. Ja, die Strafprozessordnung, auf die ich gleich nochmal kurz eingehen werde, ist ja ohnehin nicht so ein großes Themengebiet im Rahmenplan, aber die Strafprozessordnung regelt das formelle Strafrecht und das sollte als Grundwissen bei Ihnen auf jeden Fall vorhanden sein. Das formelle Strafrecht, Strafprozessordnung, gehören auch noch andere Rechtsvorschriften dazu, wie zum Beispiel das Gerichtsverfassungsgesetz, das Jugendgerichtsgesetz. Aber das sind Vorschriften, die Sie sich nicht merken müssen. Aber es gibt natürlich noch andere formelle
strafrechtliche Vorschriften und allen anderen materielle strafrechtliche Vorschriften, als wie ich sie hier nenne. Ich kann nur immer wieder betonen, ich gehe auf das Prüfungsrelevante ein und prüfungsrelevant ist materiell, bedeutet StGB und nebenstrafrechtliche Vorschriften, formell bedeutet StPO, Strafprozessordnung. Okay, dann haben wir hier die Strafprozessordnung, das Strafverfahrensrecht. Da muss man sagen, ja, natürlich steht auch im Rahmenplan drin, dass zum Beispiel der Prüfling die Rechte und Pflichten eines Beschuldigten sowie eines Zeugen vor Gericht kennen muss. Allerdings steht nicht viel mehr drin. Also im Wesentlichen umfasst natürlich das Strafverfahrensrecht die sogenannte Jedermann-Festnahme, auf die ich später ausführlich eingehen werde. Aber dieser Paragraph 127 Absatz 1 StPO ist quasi der wichtigste Paragraph aus der Strafprozessordnung für diese Prüfung und viel mehr kommt darin auch nicht vor. Das andere würde ich eher so ein bisschen mit Allgemeinwissen betiteln. Natürlich gibt es noch so Dinge wie das Zeugnisverweigerungsrecht, das Aussageverweigerungsrecht, wo man dann sich nochmal eingehender auf jeden Fall informieren sollte, was das ist. Ich habe mir im Rahmen dieses Vortrags vorgenommen, auf diese Randthemen nicht einzugehen, weil es einfach auch den Vortrag hier sprengen würde. Ich werde vielleicht ein andermal auch gesondert dazu etwas veröffentlichen. Aber natürlich auf § 127 Absatz 1 StPO werde ich später nochmal ganz gesondert eingehen. Okay, und dann haben wir noch den Aufbau des Strafgesetzbuches. Der ist auch relativ einfach erläutert oder gezeigt. Das Strafgesetzbuch unterteilt sich in zwei Bereiche. Den allgemeinen Teil und den besonderen Teil. Und das ist auch alles, was Sie wissen müssen. Sie müssen jetzt nur noch wissen, was steht ungefähr im allgemeinen, was steht ungefähr im besonderen Teil. Die Paragraphen, die hier stehen, die müssen Sie bei Gott nicht auswendig lernen. Nur die Streber von Ihnen dürfen das natürlich, wenn Sie damit Zusatzpunkte machen wollen, zum Beispiel in einer mündlichen Prüfung, können Sie das gerne tun. Paragraph 1 bis 79b ist der allgemeine Teil. Und der enthält natürlich Grundsätzliches zum Strafgesetzbuch. Grundsätzliches, damit meint man den Geltungsbereich, gewisse Begriffsdefinitionen, allgemeine Definitionen, aber auch natürlich die Rechtfertigungsgründe, die sind im allgemeinen Teil geregelt. Und dann haben wir noch den besonderen Teil, Paragraph 80 bis 358, und in dem besonderen Teil ist der Katalog der einzelnen Straftaten geregelt. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles, was Sie zum Aufbau des Strafgesetzbuches wissen müssen. Mehr kommt da nicht. Es gibt einen allgemeinen Teil, der enthält Grundsätzliches und es gibt einen besonderen Teil, der enthält die einzelnen Straftaten. Ja, im Rahmenplan steht ja auch drin, der Prüfling soll den Aufbau des Strafgesetzbuchs verstanden haben. Und ich würde mich wundern, wenn Sie das jetzt nicht alle verstanden haben. Also hier bitte nicht allzu viele Berührungsängste haben. Das ist zu den Grundlagen des Strafrechts alles, was wichtig ist im Rahmen der Prüfung, kompakt zusammengefasst. Und jetzt gehen wir auf Flipchart Nummer 2. So, ja, willkommen auf Flipchart Nummer 2. Und wer jetzt denkt, ja, das war mir alles noch ein bisschen einfach hier, also so leicht kann es weitergehen, den muss ich vielleicht ein bisschen enttäuschen. Jetzt kommen wir zum allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches und es wird ein bisschen anspruchsvoller. Und ich werde nicht umherkommen, das ein oder andere Thema, was hier als Unterpunkt aufgelistet ist, ein bisschen intensiver zu erklären oder zumindest versuchen zu erklären. Okay, ja, erster Punkt, Paragraph 1, keine Strafe ohne Gesetz. Dieser Punkt steht auch explizit so im Rahmenplan drin, also er muss beherrscht werden von dem Prüfling. Und deswegen habe ich hier auch den Gesetzestext direkt mitgebracht. Ja, also Sie sollten sich auch nicht scheuen, Originalgesetzestexte immer parallel zu lesen, egal ob Sie in einer Schulung sitzen und einem Dozenten zuhören, ab und zu mal nachschlagen, ja, und einfach mal gucken, was steht eigentlich im Gesetzestext selber drin und inwiefern passt das zu dem, was mir da so erläutert wird. Oder auch als Selbstlerner, ganz egal, arbeiten Sie parallel immer auch mit Originalgesetzestexten. Das macht Ihnen manchmal das Verständnis leichter, als wie Sie vielleicht zuerst annehmen mögen. Okay, in Paragraph 1, ich weiß nicht, ob Sie es vor dort lesen können, ich lese es gerne vor, steht, eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. Ich wiederhole nochmal, eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.
Das klingt sehr leicht, ist es auch. Ja, also Paragraph 1 sagt ja nichts anderes wie, man kann nur für etwas bestraft werden, was vor der Tat auch schon im Gesetz verboten war. Und das ist auch alles. Wenn Sie das jetzt verstanden haben, was ich gerade erläutert habe, dann können wir eigentlich schon einen Haken hinter den ersten Unterpunkt machen. Keine Strafe ohne Gesetz enthält zwei wesentliche Prinzipien. Einmal das Bestimmtheitsgebot. Das bedeutet eben, eine Straftat muss im Gesetz bestimmt worden sein. Ja, sonst ist es eben nicht verboten. Wenn es nicht verboten wurde, dann kann es nicht bestraft werden. Ganz einfach. Und es gibt ein Rückwirkungsverbot, was man daraus ableiten kann. Das bedeutet, man kann auch nicht nachträglich, nachdem es dann im Gesetz unter Strafe gestellt wird, sagen, ja, aber vor einem halben Jahr hat jemand ja diese Tat begangen, also wird er dafür nachträglich bestraft. Es kann also erst dann bestraft werden, wenn es vorher unter Strafe gestellt wurde. Ja, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht komplizierter formuliert, wie es eigentlich gemeint ist. Keine Strafe ohne Gesetz. Ich denke, die Überschrift selber verrät da schon sehr viel. Bedeutet eben, eine Strafbarkeit muss vorher bestimmt sein, bevor ja, jemand überhaupt wegen eines strafbaren Handelns da bestraft werden kann. Ja? Okay, gut, das war keine Strafe ohne Gesetz. Dann zweitens, das wird etwas länger dauern, Elemente der Straftat. Ich könnte es mir jetzt leicht machen, ist nicht meine Art, aber ich könnte es mir jetzt leicht machen und sagen, haben Sie schon mal einen Videoclip gesehen zu den Rechtfertigungsgründen? Da habe ich ja am Anfang auch die Elemente der Straftat erläutert. Und nichts anderes habe ich hier jetzt natürlich vor. Elemente der Straftat ist ein ganz wichtiger Punkt im Rahmenplan. Aber nicht nur im Rahmenplan, sondern auch beim Verständnis dessen, warum Strafrecht vielleicht das wichtigste Thema im Rahmen der IHK-Sachkundeprüfung nach § 34a der Gewerbeordnung ist. Nämlich, damit sich Sicherheitskräfte natürlich nicht strafbar machen. Also muss man erstmal wissen, wie macht man sich denn überhaupt strafbar? Und wenn man diese Frage stellt, dann kommt man an diesen Antworten nicht drumherum. Dann muss man sich mit dem dreistufigen Deliktsaufbau, das klingt auch etwas kompliziert, dreistufiger Deliktsaufbau, da gibt es eine bestimmte Prüfungsreihenfolge für Juristen, aber auch für Sicherheitskräfte und die müssen Sie beherrschen. Diese drei Begriffe müssen Sie beherrschen. Vorhin habe ich ja gesagt, was Sie nicht auswendig kennen müssen. Sie müssen übrigens diesen Paragraph 1, den ich hier eben hingehängt habe, auch nicht auswendig kennen. Den müssen Sie nur verstanden haben. Aber diese drei Begriffe, Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld, die müssen Sie aus dem Schlaf beherrschen. Und Sie müssen auch wissen, was diese drei Begriffe bedeuten. Hier geht es um die drei Grundelemente einer Straftat. Ich erläutere sie noch einmal kurz, auch wenn nicht ganz so lange wie in dem Clip, den ich schon mal gedreht habe. Ja, also schauen Sie sich den Clip vielleicht auch nochmal an zu den Rechtfertigungsgründen. Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld. Nur wenn ein Täter tatbestandsmäßig, rechtswidrig und schuldhaft gehandelt hat, liegt eine Strafbarkeit vor. Wenn eine der drei Elemente fehlt, hat man sich nicht strafbar gemacht und kann nach dem Strafrecht auch nicht bestraft werden. Wenn eine der drei Elemente fehlt, hat man sich nicht strafbar gemacht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie das verstanden haben. Und Sie müssen natürlich auch verstehen, warum Tatbestand, warum Rechtswidrigkeit, warum Schuld. Sie müssen verstehen, was hinter diesen Begriffen steckt. Im Übrigen nehmen Sie es mir nicht für übel, wenn ich sage, Sie müssen. Natürlich müssen Sie nicht, Sie sollten. Ja, also ich kann Ihnen nicht sagen, was Sie müssen. Manchmal kommt das ein bisschen oberlehrerhaft drüber. Das meine ich gar nicht so. Ich meine es eigentlich nur gut. Ja, also ich möchte eigentlich das Beste für Sie und ich möchte, dass Sie alle die Prüfung bestehen. Und deswegen sage ich vielleicht manchmal zu oft müssen. Ich habe mich gerade selber dabei ertappt. Also Sie sollten diese drei Elemente der Tat beherrschen. Was ist der Tatbestand? Was bedeutet der Begriff Tatbestand? Wenn ich in eine Schulung gehe und ich frage so etwas, was für mich als Dozent erstmal eine relativ leichte Frage ist, Sie werden vielleicht gleich wissen, warum es eine leichte Frage ist, weil es auch eine leichte Antwort darauf gibt. Aber wenn ich so eine Frage stelle, sind viele sprachlos und sagen, ja, Tatbestand, keine Ahnung, was ist denn das überhaupt, Tatbestand? Ja, also das ist ein Begriff, den verstehen wir nicht vielleicht, weil den hat uns keiner richtig erklärt. Tatbestand ist nichts anderes wie die im Gesetz beschriebene Unrechtshandlung. Ja? Die im Gesetz beschriebene Unrechtshandlung. Und jede Unrechtshandlung wird mit bestimmten Merkmalen beschrieben. Tatbestandsmäßig handelt ein Straftäter dann, oder ein Täter handelt dann tatbestandsmäßig, wenn er
in Wirklichkeit, also in der Realität, das getan hat, was im Gesetzesbuch verboten ist. Und das, was verboten ist, wird mit sogenannten Tatbestandsmerkmalen beschrieben, die auch nochmal einzeln definiert sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, auf das wir ja später nochmal kommen. Körperverletzung. Körperverletzung, Paragraph 223 StGB. Darin steht, wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe bestraft. So, die Rechtsfolge interessiert uns gerade nicht, und interessieren die wichtigen Begriffe, nämlich wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt. Und das sind die wichtigen Begriffe. Eine andere Person heißt also nicht sich selbst, sondern eine andere Person. Ja, erster wichtiger Begriff, selbsterklärend. Zweiter wichtiger Begriff, körperlich misshandelt. Dritter wichtiger Begriff, gesundheitlich schädigt. Das bedeutet, wenn Sie gefragt werden, was sind die Tatbestandsmerkmale einer Körperverletzung, dann muss Ihre Antwort sein, wenn Sie gelernt haben, wer eine andere Person körperlich misshandelt oder eine Gesundheit schädigt, der begeht eine Körperverletzung. Das bedeutet, diese Begriffe im Strafgesetzbuch, im besonderen Teil des Strafgesetzbuches, in den einzelnen Paragraphen erklären uns, was der Tatbestand bedeutet. Das wird uns erläutert durch die Tatbestandsmerkmale. Also müssen wir nachschlagen, was bedeutet eigentlich körperlich misshandelt, was bedeutet eigentlich gesundheitlich beschädigt. Darauf komme ich später nochmal, weil wir die Körperverletzung auf jeden Fall auch noch hier ansprechen werden. Also ich will nicht auf den einzelnen Tatbestand eingehen, ich möchte nur verdeutlichen, verbildlichen, was bedeutet der Tatbestand. Und wenn ich da draußen auf der Straße jetzt sehe, wie eine Person, Person A, einer anderen Person, Person B, einen Schlag mit der Faust ins Gesicht gibt, dann habe ich was gesehen. Ich habe gesehen, wie eine Person einer anderen Person einen Schlag in die Fresse gibt, könnte man sagen. Was habe ich gesehen? Ich habe auf jeden Fall eine körperliche Misshandlung gesehen. Ohne dass wir jetzt genau auf die Definition einer körperlichen Misshandlung eingehen, ist es so, dass ich eine körperliche Misshandlung gesehen habe. Wird ihm die Nase dabei gebrochen, Person B, ist es eventuell sogar eine Gesundheitsschädigung. Diese Begriffe erklären sich sogar fast von selbst. Aber die Begriffe muss ich natürlich gelernt haben. Und um zu sagen, ob ein Tatbestand erfüllt wurde, muss ich natürlich auch die Tatbestandsmerkmale kennen. Darauf gehe ich auf jeden Fall später nochmal ein. Wichtig ist nur, dass Sie wissen, tatbestandsmäßig hat jemand gehandelt, der quasi das getan hat, in Realität, in der Wirklichkeit, was im Gesetzesbuch unter Strafe gestellt ist. Wenn also die im Gesetz beschriebene Unrechtshandlung mit der wirklichen Handlung übereinstimmt, dann sprechen wir von Tatbestandsmäßigkeit. Tatbestand ist nichts anderes wie das, was im Gesetz steht, was da verboten ist, wer das getan hat. Ja, ein Beispiel dazu, eine Sicherheitskraft, die angegriffen wird und dann, also wird angegriffen und verteidigt sich dann, meinetwegen verteidigt sie sich, indem sie den anderen wegschubst, hat ja auch einen Tatbestand begangen, hat ja auch einen anderen körperlich misshandelt. Ja, es kommt eben drauf an, aber wenn ich einen anderen ordentlich wegschubse und der fällt zu Boden, dann habe ich den mindestens körperlich misshandelt. Das bedeutet, ich habe als Sicherheitskraft, wenn ich mich jetzt verteidige gegen einen Angriff, auch den Tatbestand einer Körperverletzung begangen. Und das ist sehr wichtig, dass Sie diese Trennung hinbekommen, weil man nicht einfach mal so eine Straftat begangen hat, sondern nur nach dieser Prüfreihenfolge gesagt werden kann, habe ich eine Straftat begangen oder nicht? Oder habe ich nur einen Tatbestand erfüllt? Als Sicherheitskraft, die angegriffen wird und sich dagegen verteidigt, habe ich erstmal einen Tatbestand erfüllt. Und deswegen kommen wir jetzt einen Schritt weiter. Das ist ein gutes Beispiel, um jetzt auf diesen Punkt zu kommen, nämlich die Rechtswidrigkeit. Normalerweise geht man davon aus, dass die Tatbestandsmäßigkeit die Rechtswidrigkeit indiziert, sagt der Jurist. Müssen Sie sich nicht merken, das Wort, hört sich auch komisch an. Eigentlich ist im Normalfall das tatbestandsmäßige Handeln auch rechtswidrig. Wenn Person A Person B ins Gesicht schlägt mit der Faust, kann man davon ausgehen, ist das eigentlich auch rechtswidrig. Außer Person A hat einen Rechtfertigungsgrund. Einer der wichtigsten Begriffe im Rahmen dieser Prüfung, nachdem auch gerade in der mündlichen Prüfung immer wieder gefragt wird, gehört zu den Grundkenntnissen, den müssen Sie kennen, den Begriff, und Sie müssen auch wissen, was gehört zu den Rechtfertigungsgründen. Aber das wissen Sie bestimmt schon, dass das so ist. Und nur wenn man einen Rechtfertigungsgrund hat,
dann ist das Handeln, das tatbestandsmäßige Handeln, nicht rechtswidrig. Da kommen wir nochmal auf die Sicherheitskraft zurück, die angegriffen wird, sich jetzt verteidigt, indem sie den anderen wegschubst, der andere fällt zu Boden, der Angreifer fällt zu Boden. Dann hat zwar die Sicherheitskraft tatbestandsmäßig die Körperverletzung erfüllt, weil sie den anderen, den Angreifer, eben körperlich misshandelt hat, aber nicht rechtswidrig gehandelt, weil die Sicherheitskraft, nach dem von mir genannten Beispiel jetzt, sich auf Notwehr berufen kann. Ja, gegenwärtiger rechtswidriger Angriff wurde mit erforderlichen Mitteln verteidigt. Ich habe mich selber verteidigt als Sicherheitskraft und habe dann einen Rechtfertigungsgrund, der zum Beispiel Notwehr heißen kann. Es gibt natürlich eine Vielzahl an Rechtfertigungsgründen, insgesamt 7, die Sie beherrschen müssen. 7 müssen Sie beherrschen. Und diese Rechtfertigungsgründe schließen die Rechtswidrigkeit aus einer tatbestandsmäßigen Handlung und dadurch entfällt die weitere Prüfung. Ich brauche dann Schuld nicht mehr prüfen. Wenn die Rechtswidrigkeit schon wegfällt, brauche ich jetzt nicht mehr prüfen, hat der Sicherheitsmitarbeiter denn jetzt noch schuldhaft gehandelt. Das brauche ich nicht mehr prüfen. Die Rechtswidrigkeit liegt immer dann vor, wenn gegen geltendes Recht verstoßen wird. Und dagegen wird normalerweise verstoßen, wenn man keinen Rechtsgrund hat für den Eingriff in die Rechte anderer. Und wenn ich einen Rechtfertigungsgrund habe, wird die Rechtswidrigkeit ausgeschlossen und damit entfällt die Strafbarkeit einer Tat. Das sind ja so Fallstricke, die in einer Prüfung gerne gebaut werden. Sie müssen beherrschen, Sie sollten beherrschen, dass Sicherheitskräfte oft tatbestandsmäßig handeln, ich halte jemanden fest, ich nehme jemanden vorläufig fest, nach Strafprozessordnung, das darf ich, das steht da drin, dann begehe ich immer vom Tatbestand eine Freiheitsberaubung. Aber wenn ich den festhalten darf, weil die Voraussetzungen des § 127 Absatz 1 StPO beispielsweise erfüllt sind, dann ist meine Freiheitsberaubung nicht rechtswidrig, weil ich einen Rechtfertigungsgrund habe, nämlich die vorläufige Festnahme durch jedermann. Ein Rechtfertigungsgrund. Und dann habe ich mich nicht strafbar gemacht. Das zum Grundverständnis. Okay, dritter Punkt ist dann die Schuld. Wird also die Tatbestandsmäßigkeit festgestellt und die Rechtswidrigkeit festgestellt, stellt sich als letztes immer die Frage der Schuld. Hier könnte ich es leicht formulieren und sagen, die Schuldfrage ist immer die Frage, die vor Gericht geklärt wird. Und das Thema Schuld ist zum Glück auch im Rahmenplan oder im Rahmen dieser Prüfung eben kein sehr großes Thema. Schuld, der Begriff Schuld erklären bedeutet zu erklären, inwiefern die Tat, die rechtswidrige Tat, dem Täter persönlich vorgeworfen werden kann. Schuldhaft handelt, wer schuldfähig ist, wer vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, wer das Unrecht seiner Tat einsehen kann und wer keinen Entschuldigungsgrund hat. Das nur mal, dass Sie es gehört haben. Also derjenige handelt schuldhaft. Schuld ist ein sehr großes Thema in der Rechtsprechung oder überhaupt in dem Thema Strafrecht. Zum Glück nicht im Rahmen der Prüfung, deswegen gehen wir auf Schuld nur ein, später noch einmal, wenn es um die Schuldfähigkeit geht. Ja? Also Schuld spielt keine besonders große Rolle. Aber erst wenn ein Gericht sagt, der Täter hat tatbestandsmäßig rechtswidrig und schuldhaft gehandelt, ja? Nach der Definition, die ich gerade vorgebracht habe, also er ist eben schuldfähig, er ist in der Lage, das Unrecht seiner Tat einzusehen, er hat vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt und er hat keinen Entschuldigungsgrund, was das ist, werde ich auf Flipchart Nummer 3 erklären, dann hat er schuldhaft gehandelt und dann liegt ein strafbares Handeln vor. Aber erst dann, wenn alle drei Elemente der Tat mit Ja beantwortet werden. Ja, tatbestandsmäßig, rechtswidrig und schuldhaft gehandelt. Okay, in der Kürze der Zeit kann ich es, glaube ich, kaum verständlicher erklären. Ich hoffe, das ist auch so rübergekommen. Und das sind die drei Elemente der Straftat, die Sie beherrschen müssen. Ein sehr großes Thema, Elemente der Straftat. Um das Grundverständnis auch aufzubringen, gerade später, wenn es in den besonderen Teil geht, Verstehen der einzelnen Straftaten, der einzelnen Tatbestandsmerkmale, warum überhaupt, ja? Und natürlich auch in Bezug auf die Rechtfertigungsgründe, warum muss ich die Rechtfertigungsgründe als Sicherheitskraft beherrschen. Okay, kommen wir zu Thema Nummer 3 hier auf dieser Flipchart, Vergehen und Verbrechen, Paragraph 12. Dazu auch wieder ein kleines Zettelchen.
Vergehen und Verbrechen oder Verbrechen und Vergehen. In § 12 sind die geregelt. Und wer § 12 sich durchliest, würde ich Ihnen übrigens auch raten, während Sie meine Videoclips hier schauen, immer ein Gesetzesbuch zur Hand zu haben und vielleicht parallel mal reinzugucken oder zwischendurch mal anzuhalten und den Gesetzestext zu lesen. Das hilft beim Verstehen. Und wenn Sie den § 12 sich durchlesen, dann lesen Sie da etwas, da steht rechtswidrige Taten, ja, und da steht etwas von werden mit Freiheitsstrafe, also Verbrechen sind rechtswidrige Taten, die mit einer Strafe von nicht unter einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht werden. Und da würde ich zur Vereinfachung dieses Verständnisses, was ist ein Verbrechen, was ist ein Vergehen? Verbrechen ist die schwerere Straftat und ein Vergehen ist die weniger schwere Straftat. Ich finde, die Begriffe an sich klingen schon mehr oder weniger schwer. Vergehen klingt ein bisschen leichter, Verbrechen klingt schwerer. Und Verbrechen ist eine Tat, die eine Mindeststrafandrohung. Und das ist ein Begriff, wo ich Sie darum bitten würde, den wirklich auch zu lernen, damit Sie nicht vergessen, was Verbrechen von Vergehen unterscheidet. Alle Straftaten im Strafgesetzbuch sind eingeteilt in Verbrechen oder Vergehen. Alle Straftaten im Strafgesetzbuch sind eingeteilt in Verbrechen oder Vergehen. Und die können Sie daran erkennen, ob es ein Verbrechen oder Vergehen ist, indem Sie sich die Straftaten durchlesen und gucken, welche Strafe wird angedroht. Und wenn da zum Beispiel steht, in der Körperverletzung waren wir eben, wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Dann wissen Sie, aha, für so eine Körperverletzung ist eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe fällig. Was ist es dann, wenn jemand wegen einer einfachen Körperverletzung nach 223 StGB für 5 Jahre ins Gefängnis geht? Ist es jetzt ein Vergehen oder ein Verbrechen? Denken Sie mal kurz drüber nach, nach dem, was ich gesagt habe. Ein Vergehen oder ein Verbrechen? Ich will es nicht allzu spannend machen. Video ist ja kein Monolog, mehr ein Dialog. Mindeststrafandrohung. Das Wort sagt es eigentlich schon. Mindeststrafandrohung. Das Beispiel, was ich gerade genannt habe, dabei handelt es sich um ein Vergehen. Weil die Mindeststrafandrohung für eine Körperverletzung ja unter einem Jahr Freiheitsstrafe ist. Ich definiere nochmal, also wer eine andere Person körperlich misshandelt oder der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Wo fängt die Freiheitsstrafe an? Bei 0. 0 bis 5 Jahre. Oder Geldstrafe. Vergehen. Mindeststrafandrohung unter 1 Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. Verbrechen 1 Jahr Freiheitsstrafe. Mindestens. Es gibt nicht viele Verbrechen, die im Rahmenplan stehen. Meineid, Raub, räuberischer Diebstahl, Brandstiftung. Schwere Körperverletzung. Das sind alle, die mir gerade spontan einfallen. Alle Verbrechen, die im Rahmenplan vorkommen. Also diese im Rahmen, denen Sie im Rahmen dieser Prüfung begegnen können. Alle anderen Straftaten sind Vergehen. Und ein Vergehen ist eben etwas, wo die Freiheitsstrafe unter einem Jahr bedroht wird. Also Mindestfreiheitsstrafe, Mindeststrafandrohung unter einem Jahr oder Geldstrafe. Bei Verbrechen gibt es gar keine Geldstrafe. Da wird mit mindestens 1 Jahr Freiheitsstrafe gedroht. Im Gesetzestext. Also wir brauchen nicht auf das Urteil warten hinterher vor Gericht. Und können dann erst sagen, war es jetzt ein Verbrechen oder Vergehen, sondern es geht um die Mindeststrafandrohung, die jetzt im Gesetzestext drinsteht. Sie können egal welchen Paragraphen aufschlagen, schlagen Sie § 249 StGB auf, Raub, ja, der Räuber wird nicht unter einem Jahr Freiheitsstrafe bestraft. Nicht unter einem Jahr steht im Gesetzestext, nicht unter einem Jahr Freiheitsstrafe. Da steht gar nichts von Geldstrafe. Allein daran können Sie schon erkennen, es kann kein Vergehen sein, weil nur Vergehen werden mit Geldstrafe auch angedroht. Da steht nicht unter einem Jahr. Und das bedeutet, ein Verbrechen ist jede Straftat, wo man mindestens 1 Jahr Freiheitsstrafe bekommt. Mindestens 1 Jahr Freiheitsstrafe bekommt. Ja? Wenn in der gefährlichen Körperverletzung 224 StGB drinsteht, wird mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 10 Jahre bestraft, ist es dann ein Vergehen oder Verbrechen? Richtig? Auch ein Vergehen. Da steht ja Mindeststrafandrohung 6 Monate bis 10 Jahre. Also unter einem Jahr. Unter einem Jahr Freiheitsstrafe. Auch wenn man 10 Jahre bekommt. Es geht nicht um das Endmaß, es geht nicht um die Höchststrafe, die es gibt, sondern es geht um die Mindeststrafe, die es gibt.
Und Verbrechen wird es erst dann, wenn die Mindeststrafe bei einem Jahr Freiheitsstrafe liegt. Ich hoffe, Sie konnten mich gut verstehen. Also die Mindeststrafe für ein Verbrechen sind ein Jahr Freiheitsstrafe. Und das ist diese wichtige Unterscheidung. Alle Straftaten werden in Vergehen und Verbrechen eingeteilt und die können Sie an der Mindeststrafandrohung im Gesetzestext erkennen. An der Mindeststrafandrohung im Gesetzestext. Jetzt habe ich es oft genug gesagt. Okay, ich hoffe, es bleibt hängen. Die Mindeststrafandrohung entscheidet darüber, ob es ein Vergehen oder ein Verbrechen ist. Vergehen sind die leichteren Straftaten, da sage ich mit Vorsicht. Und Verbrechen sind natürlich die ganz schweren Straftaten. Ja? Okay, ja, kommen wir zum nächsten Punkt, dem Punkt Antrags-, Offizial- und Privatklagedelikte. Auch ein Punkt aus dem Rahmenplan, mit dem Sie sich auskennen sollten. Antragsdelikte. Was sind Antragsdelikte? Antragsdelikte sind Straftaten, die nur auf Antrag eines Antragsberechtigten, also meistens des Geschädigten, also des Opfers einer Straftat, verfolgt werden können. Das bedeutet, der Strafantrag selber, bitte nicht mit Strafanzeige verwechseln, die jeder machen kann. Der Strafantrag selbst kann eben nur vom Geschädigten vorgenommen werden, innerhalb von 3 Monaten nach der Tat. Und der Strafantrag ist Prozessvoraussetzung. Bedeutet, wenn bei einem Antragsdelikt kein Antrag vom Geschädigten gemacht wird, wird die Straftat nicht verfolgt. Ja, das ist eigentlich so einfach. Es gibt zwar noch die Unterscheidung zwischen absoluten und relativen Antragsdelikten. Diese Unterscheidung ist auch leicht zu erklären. Es gibt die absoluten Antragsdelikte, für die das, was ich gerade erläutert habe, absolut gilt. Das bedeutet, diese Straftaten werden nur und ausschließlich auf Antrag eines Geschädigten oder eines sonstigen Antragsberechtigten verfolgt. Und dann gibt es die relativen Antragsdelikte, die werden grundsätzlich zwar auch nur auf Antrag des Geschädigten verfolgt, aber wenn ein öffentliches Interesse vorliegt, kann die Staatsanwaltschaft auch von Amts wegen diese Straftat verfolgen. Ja, also da gibt es noch diese Unterscheidung relative und absolute Antragsdelikte. Aber da müssen Sie die Straftaten nicht so genau zuordnen können. Wichtig ist nur, dass Sie die Antragsdelikte erkennen. Und woran können Sie die erkennen? Die Antragsdelikte können Sie im Strafgesetzbuch ganz leicht erkennen, daran, dass im Gesetzestext drin steht, zum Beispiel in Absatz 2, die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Ja, also im Gesetzestext finden wir einen Hinweis darauf, im besonderen Teil des Strafgesetzbuches finden wir immer einen besonderen Hinweis auf die einzelnen Straftaten, ob diese Tat auf Antrag verfolgt wird. Fehlt dieser Hinweis, also steht da nicht, die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, handelt es sich immer um ein Offizialdelikt. Wir können es auch umgekehrt formulieren und sagen, alle Straftaten im StGB sind erstmal Offizialdelikte. Was ist ein Offizialdelikt? Ein Offizialdelikt ist eine Straftat, die von Amts wegen verfolgt wird. Das heißt, Staatsanwaltschaft, Polizei werden automatisch tätig und verfolgen diese Tat. Also wenn Staatsanwaltschaft oder Polizei davon glaubhaft erfahren, verfolgen sie diese Tat, sie sind dazu verpflichtet. Legalitätsprinzip, ja, das Wort, vielleicht haben Sie es noch in Erinnerung, habe ich an einer anderen Stelle mal erklärt. Also sie sind dazu verpflichtet, sie haben den Strafverfolgungszwang und sie müssen diese Straftat verfolgen. Offizialdelikte. Alle Strafen sind Offizialdelikte, außer die Straftaten, in denen im Strafgesetzbuch ganz explizit drin steht, die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Das sind dann die sogenannten Antragsdelikte. Beispiele, § 185 StGB Beleidigung, Antragsdelikt. § 123 StGB Hausfriedensbruch, Antragsdelikt. § 223 StGB Körperverletzung, Antragsdelikt. § 303 StGB Sachbeschädigung, Antragsdelikt. Es gibt also eine Menge Antragsdelikte. Und da gibt es jetzt relative und absolute, aber die müssen Sie nicht unterscheiden können explizit. Es geht nur darum, dass Sie unterscheiden können zwischen Offizialdelikten, alle Straftaten, die von Amts wegen verfolgt werden, und Antragsdelikten. Und dann gibt es noch diesen Begriff, die Privatklagedelikte. Sicher auch kein Schwerpunkt dieser Prüfung, aber der Vollständigkeit halber vermute ich mal, hat man das mit aufgeführt. Es gibt nämlich Straftaten und diese Straftaten sind geregelt im § 374 StPO. Da können Sie gerne einmal nachlesen. Auswendig lernen brauchen Sie den nicht. Da sind nochmal Straftaten aufgelistet. Fast alle, also eigentlich alles Antragsdelikte aufgelistet. Bei denen, wenn nämlich das öffentliche Interesse fehlt an der Verfolgung der Straftat, bei denen ich als Privatperson anstelle der Staatsanwaltschaft die Tat verfolgen kann.
Also es handelt sich auch um einen strafrechtlichen Prozess, allerdings ohne Beteiligung der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft sagt, wir haben kein öffentliches Interesse, ich als Staatsanwalt interessiere mich nicht für die Strafverfolgung, aber dir als Geschädigten ermögliche ich dir, diese Tat als Privatklagedelikt weiter fortzuführen. Das geht dann auch vor Strafgericht. Da gibt es auch einen Strafrichter, der da sitzt. Allerdings Grundvoraussetzung, vorher hat ein Schiedsverfahren, ein sogenanntes, stattgefunden, wo versucht wird, Täter- und Opferausgleich zu machen, wo versucht wird, die Parteien miteinander zu versöhnen. Und wenn dieser Sühneversuch, der sogenannte, wenn der schiefgegangen ist, dann kann man im Rahmen eines Privatklagedelikts vor Gericht ziehen, ohne Staatsanwaltschaft. Ja, also da vielleicht auch nochmal nachgucken, was bedeutet Privatklagedelikt. In Kürze erklärt, hoffe ich, ist es hier so verstanden worden. Eine spezielle Straftat, die ohne Beteiligung der Staatsanwaltschaft vom Antragsberechtigten bzw. Geschädigten verfolgt werden kann. Okay, gut, kommen wir zum Punkt Begehen durch Unterlassen. Der Punkt hat es auch in sich, Paragraph 13. Ja, der Paragraph 13, Begehen durch Unterlassen, regelt spezielle Straftaten. Und jetzt verwende ich einen Begriff, den Sie vielleicht zum ersten Mal hören, Unterlassungsdelikte. Und als wenn dieser Begriff nicht schlimm genug wäre, Unterlassungsdelikte werden eingeteilt in echte Unterlassungsdelikte und unechte Unterlassungsdelikte. Und in Paragraph 13 werden die sogenannten unechten Unterlassungsdelikte geregelt. Der Paragraph 13 regelt nämlich Straftaten, die unter den in Paragraph 13 genannten Voraussetzungen in Verbindung mit einem Straftatbestand aus dem besonderen Teil des Strafgesetzbuches ein strafbares Handeln begründen würden. Allerdings nicht dadurch, dass man etwas tut, was verboten ist, sondern indem man etwas nicht tut, wozu man eigentlich verpflichtet wäre. Jetzt ist wahrscheinlich die Verwirrung komplett, befürchte ich. Begehen durch Unterlassen regelt die unechten Unterlassungsdelikte. Und um mich noch beliebter bei Ihnen zu machen, lese ich einmal den Paragraphen vor, den beim ersten Vorlesen niemand verstehen kann. Ich versuche das verständlich zu übersetzen. Paragraph 13 StGB, Begehen durch Unterlassen. Wer es unterlässt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes gehört, ist nach diesem Gesetz nur dann strafbar, wenn er rechtlich dafür einzustehen hat, dass der Erfolg nicht eintritt und wenn das Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht. Welcher Mensch hat sich diesen Satz ausgedacht? Ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, wie zum Teufel soll ich das verstehen? Ich übersetze es kurz. Wer es unterlässt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes gehört, bedeutet nichts anderes wie, wer es unterlässt, eine Straftat zu verhindern. Ich benutze jetzt eigene Worte. Viele Juristen werden dem nicht folgen. Aber hier geht es um Verständnis, dass man versteht, wozu ist das hier gut. Wer es unterlässt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes gehört. Es ist ohnehin schon schwierig, den Begriff Erfolg im Zusammenhang mit dem Strafrecht zu verstehen. Weil wenn im Strafrecht von Tatbestandserfolg die Rede ist, dann meint man immer den Erfolg des Täters. Das bedeutet, wenn ich eine Körperverletzung begehe, dann ist mein Erfolg die Verletzung des anderen. Wenn ich einen Mord begehe, dann ist mein Erfolg die Tötung meines Opfers. Also der Tatbestandserfolg ist quasi das, was der Täter will, wenn er seinen Tatbestand verwirklicht. Dann ist der Erfolg des Tatbestandes da. Und wenn ich es also unterlasse, diesen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes gehört, also wenn ich eine Straftat nicht verhindere, sehen wir es aus der Perspektive einer Sicherheitskraft. Sagen wir mal ein Kaufhausdetektiv. Ja, also wenn ich es unterlasse, einen Erfolg abzuwenden, sagen wir mal, ich bin Kaufhausdetektiv und werde natürlich dafür bezahlt, die Ware zu bewachen und Diebstähle aufzudecken. Ja, also Diebstähle aufzudecken, das heißt, jemand, der einen Diebstahl begangen hat, festzuhalten und die Ansprüche meines Auftraggebers durchzusetzen, als Besitzdiener, als Hausrechtsvertreter. Wenn ich es jetzt unterlasse, das zu tun, also jemand begeht einen Diebstahl und ich lasse ihn einfach gewähren, weil ich heute schon drei gefangen habe. Und jetzt lese ich weiter vor.
Wer es unterlässt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes gehört, ist nach diesem Gesetz nur dann strafbar, okay, können wir überlesen, also ist nach diesem Gesetz, nach dem StGB, nur dann strafbar, also nur dann, wenn, jetzt kommt's, wenn er rechtlich dafür einzustehen hat, dass der Erfolg nicht eintritt. Ah, wenn er rechtlich dafür einzustehen hat, dass der Erfolg nicht eintritt. Wer hat rechtlich dafür einzustehen, dass eine Straftat nicht passiert? Wer hat rechtlich dafür einzustehen, dass etwas nicht passiert, was im Strafgesetzbuch verboten ist? Der Garant. Und das ist ein ganz wichtiges Wort. Der Garant. Und das sind Sicherheitskräfte ja fast immer, nämlich in einer Garantenpflicht, in einer Garantenstellung, mindestens gegenüber ihren Auftraggebern, gegenüber ihrem Auftrag. Aber da gibt es auch ganz viele andere Beispiele, an denen man das festmachen kann, was ein Garant bedeutet. Und ich hänge mal, während ich noch gleich weiter vorlese, das hier hin, damit Sie schon mal lesen können, was ist überhaupt Garantenpflicht. Hier stehen einige Beispiele, wie so eine Garantenpflicht entstehen kann. Weil was wir jetzt schon wissen ist, also wer es unterlässt, eine Straftat zu verhindern, ja, ist dann strafbar, wenn er Garant ist für etwas. Wenn er Garant ist für etwas, Garant nämlich dafür, dass dieser Straftatbestand nicht erfüllt wird. Und jetzt kommt der letzte Abschnitt. Und wenn das Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht. Ein merkwürdiger Satz. Bedeutet nichts anderes wie, dass es genauso verwerflich ist, etwas nicht zu tun, als wenn ich der eigentliche Täter wäre. Kommen wir zurück zum Beispiel. Ich, Ladendetektiv, habe heute genug gearbeitet. 3 Diebe habe ich schon erwischt. Den 4. lasse ich laufen. Weil ich denke, er ist ein armes Schwein. Der steckt sich das teure Parfüm ein. Ich habe es gesehen. Aber ich lasse ihn gehen. Mache ich mich damit strafbar? Nach § 13? Ja, mache ich. Das, was ich da tue, ich bin Ladendetektiv, Kaufhausdetektiv, ich bin Garant. Ich bin in einer Pflicht, ich habe nämlich eine Pflicht übernommen, eine vertragliche Pflicht und bin Garant auch gegenüber meinem Auftraggeber, gegenüber der Ware, die ich da bewache. Und wenn ich jetzt jemanden einfach laufen lasse, dann mache ich mich strafbar wegen Begehen durch Unterlassen. Und zwar § 13 in Verbindung mit § 242 StGB. Wer weiß es? Diebstahl. Begehen durch Unterlassen. Und zwar wegen Diebstahl durch Unterlassen. § 13 in Verbindung mit § 242 StGB. Ich hoffe, an diesem praktischen Beispiel erkennen Sie, was § 13 für eine spezielle Norm ist. Unechte Unterlassungsdelikte, die verwirklicht werden können mit jedem Begehungsdelikt, welches es im Strafgesetzbuch gibt. Begehungsdelikte sind ja die meisten Straftaten im Strafgesetzbuch. Die meisten Straftaten im Strafgesetzbuch sind Delikte, die man durch ein bestimmtes Handeln verwirklicht. Körperverletzung. Ich schlage jemanden, Körperverletzung. Ja, es ist verboten, jemanden zu schlagen. Also die meisten Straftatbestände sind ja Straftaten, die verbieten, etwas zu tun. Verbotsnormen, die verbieten, etwas zu tun. Die Unterlassungsdelikte, die verbieten nicht, etwas zu tun, sondern die gebieten, etwas zu tun. Also eine Gebotsnorm, keine Verbotsnorm, eine Gebotsnorm. Echte Unterlassungsdelikte gibt es nur ein einziges im Rahmenplan, nämlich die unterlassene Hilfeleistung. Die kennen wir fast alle. Die unterlassene Hilfeleistung. Jemand liegt blutend auf der Straße, ich gehe einfach vorbei, weil ich keine Zeit habe, helfe dem nicht. Der stirbt. Unterlassene Hilfeleistung. Das sind die echten Unterlassungsdelikte. Da steht ganz klar im Gesetz, wenn du Hilfe leisten kannst, Hilfeleistung ist zumutbar, dann musst du Hilfe leisten, wenn du keine Hilfe leistest, wirst du bestraft. Ja? Also da muss ich etwas tun. Während bei den meisten Straftaten ich für etwas bestraft werde, was ich da tue. Da werde ich für etwas bestraft, weil ich es nicht getan habe. Das nur mal zur grundsätzlichen Abgrenzung zwischen Begehungs- und Unterlassungsdelikten. Ich hoffe, es wird nicht zu kompliziert für Sie. Ich hoffe, Sie sind immer noch dabei. Und jetzt sind wir hier bei dieser Spezialnorm, nämlich dem unechten Unterlassungsdelikt, welches aus § 13 hervorgeht, aber nur dann verwirklicht werden kann, wenn ich Garant bin. Und da gibt es viele verschiedene Konstellationen, Garant zu sein. Hier sind einige Beispiele. Es gibt die sogenannten Beschützergaranten. Die sind gesetzlich dazu verpflichtet oder von denen wird verlangt, Gefahren von außen abzuwehren. Und das kann durch tatsächliche oder gesetzliche Pflichtübernahme der Fall sein. Ja, oder
also per Gesetz, Eltern gegenüber ihrem Kind, ja, Kita-Personal gegenüber den Kindern im Kindergarten. Da gibt es viele verschiedene Konstellationen, warum ich per Gesetz verpflichtet bin, jemand anderem gegenüber Garant zu sein. Ja? Und da gibt es ja auch ganz schlimme Beispiele, die uns leider fast täglich in den Medien begleiten. Mutter lässt Kind verhungern. Mutter geht 3 Tage aus der Wohnung, Kind verreckt elendig, verhungert, verdurstet. So, und dann muss man sich fragen, welche Straftat hat die Mutter begangen? Doch nicht eine unterlassene Hilfeleistung. Einen Mord hat sie allerdings auch nicht begangen, weil sie ja nicht direkt gehandelt hat. Sie hatte einfach gar nichts getan. Aber weil sie eben eine Garantenstellung hat gegenüber ihrem Kind, weil sie eine Garantenpflicht hat gegenüber ihrem Kind, weil sie ihr Kind verpflegen muss, per Gesetz auch, kann sie eben bestraft werden. Und zwar Begehen durch Unterlassen. Also sie hat einen Mord durch Unterlassen begangen, eventuell. Oder einen Totschlag durch Unterlassen. Ja, also Paragraph 13 in Verbindung mit Paragraph 211 StGB. Und diese besondere Konstellation gibt es eben und mit der muss man sich beschäftigen. Das bedeutet, wenn ich Garant bin, als Sicherheitskraft bin ich ja meistens in dieser Beschützergarantenstellung. Es gibt auch noch die anderen Garanten, das sind die Überwachergaranten. Überwachungsgaranten sind eben diejenigen, die, die dafür verantwortlich sind, eine bestimmte Gefahrenquelle und da darauf achten müssen, dass eben der Erfolg eines Tatbestandes nicht eintritt. Ja, hört sich alles sehr schwammig an. Wir gehen das mal durch. Per Gesetz, per Lebensgemeinschaft, per Gefahrengemeinschaft, auch Lebens- und Gefahrengemeinschaften sind zusammen verbunden. Ja, also wenn ich jetzt nach Hause komme und meine Freundin wurde zu Hause überfallen und liegt stark blutend auf dem Flur, und ich sage mir, ach Mensch, die wurde überfallen, aber die wollte ich ja eh verlassen und packe meine Koffer und gehe, dann ist es keine unterlassene Hilfeleistung. Ja, dann ist es keine unterlassene Hilfeleistung. Sondern dann wird wahrscheinlich, wegen einem Tötungsdelikt durch Unterlassen gegen mich vorgegangen, weil ich natürlich in einer besonderen Garantenstellung bin, der zu helfen. Das ist ja keine fremde Person, sondern es ist eine Lebensgemeinschaft. Ja? Also man könnte aus jedem dieser Beispiele aus der Garantenstellung auch Beispiele bilden, warum eine Strafverfolgung dann möglich ist durch den Paragraph 13 hier. Pflichtenübernahme, da sind ja die Sicherheitskräfte meistens durch Vertrag, durch Dienstvertrag, aber auch Herbeiführen von Gefahren. Wenn ich im Straßenverkehr unterwegs bin mit einem Fahrzeug, ein Fahrzeug gilt ja allgemeinhin auch als Gefahrenquelle und ich fahre jemanden an, einen Radfahrer, und der liegt dann im Straßengraben und ich fahre einfach weiter, dann ist das nicht einfach nur unterlassene Hilfeleistung oder Fahrerflucht. Wenn der jetzt da stirbt, ich habe die Gefahr ja herbeigeführt. Ich war in einer Garantenstellung. Ich im Besonderen als Garant hätte dem ja helfen müssen, den ich da angefahren habe. Und da ist es tatsächlich auch möglich, dass gegen mich ermittelt wird, dass ich verurteilt werde am Ende wegen eben einem Tötungsdelikt, welchem auch immer. Ja? Also gibt ja verschiedene Deliktsvarianten und da kann auch eine fahrlässige Tötung durch Unterlassung der Fall sein. Ja? Also auch das ist möglich. Obwohl die Fahrlässigkeit, darüber lässt sich streiten. Ja? Also wenn ich jemanden vorsätzlich da liegen lasse. Und das ist eben eine besondere Fallkonstellation, Begehen durch Unterlassen. Und das griffigste Beispiel ist sicherlich das mit dem Kaufhausdetektiv. Ich tue etwas nicht, obwohl ich dazu verpflichtet bin, einen Diebstahl aufzudecken, den Dieb zu erwischen oder zumindest zu verhindern, dass die Ware das Haus verlässt und ich lasse ihn einfach laufen, absichtlich. Dann könnte gegen mich ermittelt werden, weil ich in der Garantenpflicht bin. Weil ich in der Garantenpflicht bin, wegen Diebstahl durch Unterlassen. Ich hoffe, in der Kürze der Zeit gelingt mir das, ist mir das gelungen, Ihnen das Begehen durch Unterlassen, dieses sogenannte unechte Unterlassungsdelikt, ein bisschen näher zu bringen. Diese spezielle Fallkonstellation hat es in sich. Da lesen Sie vielleicht auch nochmal genauer nach. Der Paragraph 13, den zu lesen, haben Sie ja gemerkt, das ist ganz speziell. Aber wenn man ihn versucht zu erklären und nochmal Abschnitt für Abschnitt durchgeht, wie ich es bei vielen Paragraphen Ihnen ans Herz legen würde, dann hat man es vielleicht auch eher dann intus und dann kann man es auch abrufen. Begehen durch Unterlassen, unechtes Unterlassungsdelikt. Grundvoraussetzung ist, ich kann den Tatbestand verhindern. Ich bin in einer Garantenstellung und wenn ich das nicht verhindere, dann wird mir das genauso vorgeworfen, als wenn ich selbst die Tat begangen hätte. Ne? Also das ist ja die Vorwerfbarkeit auch dieser Tat.
Ja, also diese die persönliche Vorwerfbarkeit. Weil wenn ich hier einen Dieb einfach laufen lasse, ist es fast genauso schlimm, als wenn ich selbst gestohlen hätte. So sinngemäß könnte man das vielleicht auch sich einprägen. Okay, gut, kommen wir zum vorletzten, Vorsatz und Fahrlässigkeit. Was ist Vorsatz? Vorsatz bedeutet, der Täter handelt mit Wissen und Wollen. Der Täter weiß, dass er einen Tatbestand oder eine Straftat eines Gesetzes erfüllt und er will die Verwirklichung. Also er will den Tatbestandserfolg. Der Täter weiß, man darf keinen anderen zusammenschlagen, aber er schlägt den anderen zusammen, weil er es verdient. Ja, also natürlich nur scherzhaft. Aber der Täter weiß eben, er erfüllt einen Straftatbestand, dabei muss er den nicht definieren können. Er weiß einfach von seinem Unrechtsbewusstsein, das tut man nicht, man kann keine anderen Leute einfach zusammenschlagen, ungestraft. Und er begeht diese Körperverletzung und er will auch, dass der andere verletzt wird. Täter handelt mit Wissen und Wollen. Täter handelt mit Wissen und Wollen. Und dann gibt es noch den Begriff der Fahrlässigkeit. Fahrlässigkeit bedeutet, der Täter handelt nicht mit Wissen und Wollen, sondern der Täter verletzt die verkehrsübliche Sorgfaltspflicht trotz individueller Vorhersehbarkeit und Vermeidbarkeit. Hört sich etwas kompliziert an und natürlich kann man sich jetzt sehr leicht machen und sagen, ja, Vorsatz ist, der Täter macht es absichtlich, also er will das auch machen, und fahrlässig ist, er macht es unabsichtlich. Das greift ein bisschen zu kurz, ein bisschen komplizierter ist es schon, gerade deswegen, weil es eigentlich insgesamt vier Formen gibt. Es gibt den direkten und indirekten Vorsatz oder bedingten Vorsatz und es gibt die bewusste und unbewusste Fahrlässigkeit. Es gibt quasi vier Abstufungen, aber diese feinen Abstufungen, behaupte ich auch, sind nicht so ganz prüfungsrelevant. Das gehört zu haben ist schön, aber zum Auswendiglernen ist es doch wirklich zu komplex. Wichtig ist nur, dass Sie hier wissen, hier handelt er natürlich absichtlich mit Wissen und Wollen. Merken Sie sich, Täter handelt mit Wissen und Wollen, das vorsätzlich. Fahrlässig bedeutet, er verletzt irgendeine Sorgfaltspflicht. Es ist irgendwo eine Pflichtverletzung und die Tat hätte, wenn er diese Sorgfalt eingehalten hätte, wenn er die Sorgfaltspflicht beachtet hätte, hätte die Tat verhindert werden können. Also sie wäre vermeidbar gewesen, vorhersehbar gewesen. Ja, daran kann man sich Vorsatz und Fahrlässigkeit, diese Abgrenzung, eventuell merken. In § 15 steht was zur Strafbarkeit. Grundsätzlich ist nur vorsätzliches Handeln strafbar. Grundsätzlich ist nur vorsätzliches Handeln strafbar, außer das Gesetz bestimmt ausdrücklich, wo fahrlässiges Handeln strafbar ist. Ja, da haben wir wieder so einen Punkt, wo wir im Gesetz nachgucken müssen. Nur die Straftaten sind fahrlässig begehbar, wo auch drin steht, fahrlässige Körperverletzung beispielsweise. Fahrlässige Körperverletzung. Es gibt keine fahrlässige Beleidigung, wie soll das auch funktionieren? Es gibt keinen fahrlässigen Hausfriedensbruch und es gibt auch keine fahrlässige Sachbeschädigung. Ja, also da ist die fahrlässige Begehungsweise nicht strafbar. Die ist nicht strafbar. Wir reden nicht von Schadensersatz, nicht vom Zivilrecht, wir reden nur vom Strafrecht. Da ist nur die vorsätzliche Begehungsweise strafbar. Also nicht alles kann man vorsätzlich und fahrlässig begehen. Grundsätzlich sind alle Straftaten erstmal nur Vorsatztaten, bis auf die, wo ausdrücklich erwähnt ist, diese Taten kann man auch fahrlässig begehen. Und dann ist die Fahrlässigkeit auch ausdrücklich unter Strafe gestellt. Ja, das steht in § 15. Da bitte auch noch einmal nachlesen. Ja, kommen wir zum letzten Punkt, dem Thema Schuldunfähigkeit. Hier stehen noch zwei Paragraphen in Klammern, Paragraph 19 und 20 StGB. Ich möchte Ihnen auch gerne zeigen, was da drin steht. Schuldunfähigkeit ist eine der wenigen Themen im Rahmen dieser Prüfung, die sich auf das dritte Element der Straftat beziehen, nämlich auf das große Thema Schuld. In dem Sinne prüfungsrelevant nicht großes Thema, sondern kleines Thema, aber zumindest ein sehr wichtiges Thema, weil schuldhaft handelt natürlich nur, wer schuldfähig ist. Und wer ist nicht schuldfähig, verrät uns § 19 und § 20. Nicht schuldfähig sind Kinder gemäß § 19 StGB, das heißt Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind. Und nicht schuldfähig sind auch gemäß § 20 Personen, Menschen mit krankhaften seelischen Störungen, die nicht in der Lage sind, das Unrecht ihrer Tat einzusehen. Das heißt also psychisch Kranke, Geisteskranke. Während man die zweite Gruppe hier, die Geisteskranken, natürlich in einer echten, realistischen Situation schwer erkennen kann. Da wird wohl kaum jemand seinen Schwerbehindertenausweis zücken und sagen, hallo, ich bin nicht in der Lage, das Unrecht meiner Tat einzusehen.
das ist nicht wirklich realistisch, ist es schon so, dass man die erste Personengruppe schon relativ deutlich zuordnen kann. Es ist ziemlich schwierig, zwischen einem 13- und 15-Jährigen heute zu unterscheiden, aber ziemlich eindeutig zwischen einem 9-Jährigen und einem 18-Jährigen. Das bedeutet, es ist schon sehr, sehr wichtig für Sicherheitskräfte und diejenigen von Ihnen, die schon etwas weiter sind und gut gelernt haben und sich mit Rechtfertigungsgründen schon ganz gut auskennen, wissen ganz genau, wohin die Reise geht. Sie wissen ganz genau, warum müssen Sie wissen, das ist jetzt ein Kind und da kann ich vielleicht gewisse Dinge nicht tun oder muss andere Begründungen herbeiführen und muss meine Handlung einfach auch anders begründen können. Und deswegen sind die Kinder hier besonders wichtig und stehen natürlich hier auch im Mittelpunkt. Die Kinder gemäß § 19 StGB, die nicht schuldfähig sind. Und Personen, die nicht schuldfähig sind, dabei handelt es sich natürlich um einen Schuldausschließungsgrund, erfüllen nicht das dritte Element der Straftat, das heißt, die Schuld entfällt, bedeutet eben, diese Personen machen sich nicht strafbar. Also können nicht wegen ihrem strafbaren Handeln, ihrer rechtswidrigen Tat, bestraft werden. Ja? Und dazu zählen eben auch Kinder. Wofür das genau wichtig ist, erkläre ich gleich. Wichtig ist nur, dass Sie wissen, schuldunfähig sind insbesondere Kinder gemäß § 19 StGB. Okay, ja, machen wir mit Flipchart Nummer 3 weiter.